Ein Neugeborenes braucht viel Hilfe von seinen Eltern. Ein Baby, das sich sehr schnell entwickelt, ist also etwas ganz Besonderes. Heute werde ich dir die Geschichte eines sehr speziellen Kindes erzählen, das sich schneller entwickelte als alle anderen. Als es älter war, behauptete es, auf dem Mars gelebt zu haben. Such dir eine bequeme Position, denn heute wird es eine sehr interessante Geschichte. Um anzufangen, kannst du bitte unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten? Der Junge vom Planeten Mars. Als 1996 das russische Baby Boris Kiprianowitsch geboren wurde, überraschte es die Menschen um sich herum. Nicht nur, weil er süß war, sondern auch, weil er bei bester Gesundheit war. Aber es war noch etwas anderes. Wie ich bereits sagte, entwickelte sich das Baby sehr schnell. Der Junge war erst 2 Wochen alt, als er bereits den Kopf hochhalten und sich umschauen konnte. Andere Babys können das erst mit 2 bis 3 Monaten tun. Boris hielt seinen Kopf schön gerade und schaute sich in der Welt, in die er geboren wurde, um, als wäre es die normalste Sache der Welt. Seine Eltern waren ziemlich überrascht, was ihr Neugeborenes konnte. Aber dass Boris seinen Kopf bereits aufrecht halten konnte, war nicht alles. Er entwickelte sich weiterhin schneller als andere und seine Eltern wussten nicht, mit was für einem genialen Baby sie es zu tun hatten. Er überraschte sie immer wieder mit seinen Entwicklungen. Wenige Wochen nach seiner Geburt konnte er bereits sprechen und mit 18 Monaten konnte er sogar lesen, zeichnen und malen. Weil er so intelligent war, durfte er bereits im Alter von 2 Jahren zur Schule gehen. Sein Lehrer wurde immer wieder von seinen drastischen Fortschritten überrascht und er war seinen Altersgenossen immer einen Schritt voraus. Das vielleicht Merkwürdigste an Boris war, dass er so oft über das Universum sprach und viel darüber wusste. Niemand verstand, woher er all diese Informationen hatte und warum er sich so sehr für das Thema interessierte. Er war noch ein Kind, dachten sie, und jedes Kind hat seine eigenen Interessen. Boris sprach über die Sterne, die Planeten, das ganze Sonnensystem. Und Boris interessierte sich besonders für den Mars, den roten Planeten. Er konnte stundenlang darüber reden. Experten behaupten dann, Boris sei ein Geniekind. Er hatte nie wirklich Informationen über das Universum erhalten, weder in der Schule noch von seinen Eltern, aber dennoch konnte er viel darüber erzählen. Seine Eltern wussten nicht einmal die Hälfte dessen, wozu ihr Sohn fähig war. Als er 7 Jahre alt wurde, behauptete er etwas, das nicht nur seine Eltern, sondern die ganze Welt schockierte. Es war ein schönes Wochenende und Boris' Familie beschloss, zusammen mit einigen Freunden zelten zu gehen. Alle waren entspannt, bis Boris ihre Aufmerksamkeit erregte und ihnen etwas erzählte, das alle Erwartungen übertraf. Sie saßen alle zusammen am Lagerfeuer. Boris war mit einem T-Shirt bekleidet und trug eine Mütze. Er sah wie der normalste Kerl der Welt aus. Er forderte die Erwachsenen auf, still zu sein, damit er ihnen etwas Wichtiges sagen konnte. Aber was Boris an diesem Tag erzählte, war völlig anders als andere Geschichten, die an einem Lagerfeuer erzählt werden. Als Boris zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der Erwachsenen forderte, reagierten sie nicht, weil er nur ein Kind war und ihnen zufolge nichts Wichtiges zu sagen hatte. Aber Boris beharrte so lange darauf, bis es ihm gelang, die Aufmerksamkeit aller zu erregen. Sie schwiegen und hörten ihm zu. Boris behauptete, auf dem Mars gelebt zu haben. Er war nun auf der Erde, um die Welt zu retten. Alle waren überrascht, dass Boris eine so seltsame Bemerkung gemacht hat. Er erzählte ihnen, dass er in seinem vorherigen Leben auf dem Mars gelebt hatte und als Mensch auf der Erde wiedergeboren wurde. Die Erwachsenen sahen ihn sehr seltsam an und wussten nicht, was sie sagen sollten. Boris fuhr fort, dass er nicht allein auf der Erde sei und dass er sich auf einer Mission befände. Neben Boris gäbe es mehrere Kinder wie ihn. Solche Kinder werden als Indigo-Kinder bezeichnet. Indigo-Kinder sind keine Kinder aus dem Weltraum. Es sind Kinder, die sich berufen fühlen und glauben, dass sie bestimmte Gaben und Kräfte hätten. Ich glaube, wir alle hatten als Kind ein bisschen Indigo in uns. Glaubst du nicht auch? Die Geschichte von Boris und den Indigo-Kindern schien unglaublich, denn Boris war erst 7 Jahre alt. Es sah einfach wie eine seiner Kindheitsfantasien aus, die er mit den Erwachsenen teilen wollte, weil er ein intelligenter Junge war. Aber obwohl die Geschichte unglaubwürdig schien, glaubten ihm doch tatsächlich einige Leute. Sie meinten, dass ein intelligenter Junge wie Boris sicherlich wusste, wovon er sprach, und deshalb waren sie sicher, dass seine Geschichte wahr ist.
Ihrer Meinung nach hatte er keinen Grund, sich so etwas auszudenken. Als Boris ein Teenager wurde, wiederholte er immer wieder die Worte, die er am Lagerfeuer erzählt hatte. Am Ende bekam er sogar die Gelegenheit, seine Geschichte im russischen Fernsehen zu erzählen. Er berichtete ausgiebig über seine Lebensgeschichte auf dem Mars. Er erzählte sehr überzeugend, dass die Bewohner des Mars ab 35 Jahren nicht mehr altern und daher praktisch unsterblich sind. Das läge daran, dass sie nicht wie die Menschen auf der Erde Sauerstoff zum Atmen bräuchten. Sie verwendeten eine andere Art von Substanz und blieben so lange jung. Außerdem waren die Bewohner des Planeten Mars schon lange dort und verfügten über eine fortschrittliche Technologie. Als Boris diese Geschichte so ausgiebig erzählte, kam er sehr glaubwürdig rüber und hatte sichtlich Spaß daran, seine Geschichten über den Planeten Mars zu erzählen. Er sprach auch von seinen Erinnerungen, als er noch auf diesem Planeten lebte. Als er 14 Jahre alt war, nahm er sogar an einem Krieg auf dem Mars teil, in dem die Bewohner gegeneinander kämpften, und er erinnerte sich an die Freunde, die mit ihm gekämpft hatten. Vom Mars aus konnte Boris Weltraumreisen machen, in Raumschiffen in Form einer Scheibe, und oft genug wurde die Erde beobachtet. Laut Boris waren die Bewohner des Mars sehr intelligent und gerieten deshalb in einen Kampf. Die Technologie, die sie entworfen hatten, verursachte große Spannungen und Boris sah dieses Verhalten auch auf der Erde. Die Spannungen waren so hoch, dass selbst der intelligenteste Bewohner des Planeten die Spannungen nicht kontrollieren konnte. Wegen des Krieges waren die Marsianer fast ausgerottet. Boris erzählte den Menschen auf der Erde noch viel mehr über seinen Planeten. Neben der Behauptung, auf dem Mars gelebt zu haben, warnte Boris auch vor der Zukunft der Erde. Die Bewohner, die auf seinem Planeten zurückgelassen wurden, machten sich richtig Sorgen um die Menschen. Die Erde sei voll von bösartigen, hungrigen Führern und Diktatoren. Boris verglich die Erde mit seinem Planeten. Dieser wurde durch einen Atomkrieg beschädigt. Der Grund, warum er all dies den Menschen auf der Erde erzähle, war, dass er verhindern wollte, dass der Erde dasselbe passiert. Willst du auch etwas verhindern, zum Beispiel unsere Videos zu verpassen? Dann abonniere doch unseren Kanal und drück auf die Glocke, um die Benachrichtigungen zu aktivieren. Die wenigen Marsbewohner, die den Krieg überlebt hatten, waren also sehr besorgt um die Erde. Boris war ihre einzige Hoffnung, die Erde zu retten, und er versprach, dass sie noch gerettet werden könne. Die Erde habe viel mit dem Mars gemeinsam und Boris war überzeugt, dass er genau wusste, wie man auf der Erde alles richtig macht. Um die dunkle nukleare Zukunft zu verändern, müssten die Denkmäler von Gizeh geöffnet werden. Aber warum Gizeh und was genau hat er damit gemeint? Gizeh ist eine ägyptische Stadt, die für ihre Pyramiden und andere ägyptische Monumente bekannt ist. Laut Boris würde die Öffnung der Pyramiden Geheimnisse enthüllen, die die Erde retten könnten. Auch das Leben auf der Erde würde sich nach ihrer Öffnung drastisch verändern. Niemand wusste, wie man die Denkmäler öffnen konnte, aber Boris hatte den Verdacht, dass man das Denkmal auf der Rückseite öffnen könnte. Noch nie zuvor hatte es jemand gewagt, die Pyramiden zu öffnen, weil man solch historische Gebäude in Ruhe lassen sollte. Dies war ein recht merkwürdiger Vorschlag, aber Boris blieb bei seinem Standpunkt. Er war überzeugt, dass die Denkmäler Geheimnisse haben, die die Menschen auf der Erde sehr gut gebrauchen könnten. Experten fragten sich, ob das, was Boris sagte, wahr sei. Könnte es sein, dass die Außerirdischen vor langer Zeit etwas in den Pyramiden zurückgelassen haben und die Erdlinge mit dem Fund ihrer Technologie etwas verbessern konnten? Wenn man Boris' Behauptungen heute hört, könnte man meinen, es sei nur ein Hirngespinst eines kleinen Jungen, der zu viele Bücher liest. Aber 2017 begannen Experten damit, rund um die Pyramiden zu graben. Sie benutzten bestimmte Technologien, um die Eingänge zu lokalisieren, sodass sie sehen konnten, was sich im Inneren der Pyramiden befand. Obwohl viele Leute ihre Zweifel an Boris' Behauptungen hatten, fanden die Experten tatsächlich etwas. Und was sie gefunden haben, war wirklich erstaunlich. Genau in der Mitte der Pyramide befand sich ein langer, leerer Korridor. Aber niemand wusste, ob es wirklich etwas in der Pyramide gab. Sie sah nur den langen Gang. Was war sein Zweck?
Sie waren überzeugt, dass der Korridor in der Pyramide mit einer bestimmten Absicht gebaut wurde. Nur wussten sie noch nicht, um welche Absicht es sich handelte, und sie mussten weitere Nachforschungen anstellen, um dies herauszufinden. Als Boris älter wurde, trat er immer noch in Fernsehsendungen auf, aber nicht alle glaubten ihm. Wir wissen nicht, wie Boris an all diese Informationen gekommen ist, und wir wissen nicht, ob irgendetwas davon wahr ist. All dies könnten wir feststellen, wenn wir selbst zum Planeten Mars reisen. Da wir aber immer noch auf der Erde sind, abonniere unseren Kanal und schalte die Benachrichtigungen ein. Bis zum nächsten Mal.